Weil es sowas lange nicht gab, habe ich heute mal wieder einen One-Pot mit Nudeln gemacht und dafür habe ich erstmal einen Klecks Öl in die Pfanne reingehauen. Beim Tontaubenschießen habe ich heute aus Versehen mit einem Frisbee zwei Fukushima-Amseln vom Himmel geholt. Da dachte ich mir, ich brate die mal in der Pfanne scharf an und würze sie noch mit Salz und Pfeffer. Währenddessen habe ich schon mal die Nudeln in den Topf Wasser gehauen. Wenn die Störche dann so langsam ostdeutsch werden, haut er dann noch eine klein geschnittene Paprika und eine Knoblauchzehe mit ran, rührt das um, lasst das ein paar Minuten mitbrutzeln und gebt dann Tomatenkerstin dazu, damit das ein bisschen Röstaromen sammelt. Löscht das Ganze dann mit Küchensperma Kochsahne ab und rührt das nochmal ordentlich durch, gebt dann noch ein bisschen Basilikum mit dazu und noch ein bisschen Gemüsetee. Weil das beim Kochen ziemlich sämisch wird, haut er noch zwei Kellen Nudelnwasser mit dazu, lässt das nochmal 5 Minuten köcheln und gibt kurz vor Schluss noch zwei klein geschnittene Tomaten mit rein. Rührt das Gelumme nochmal ordentlich um und gebt dann die Spaghetti in die Soße und am besten so viel, dass es dann nicht zu trocken und nicht zu nass wird. Beim auf den Teller tun habe ich mich wieder schön blöde angestellt und weil ich da Käse drüber gemacht habe, hat man gar nicht mehr erkannt, was es eigentlich ist. Aber ihr könnt trotzdem das Plusroten das Herz wegmachen. Tschüss.